Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mein Malzbierknusper vorstellen. Das ist ein ganz tolles Brot mit Malzbier natürlich, Röstzwiebeln, Dinkelmehl, Roggenmehl. Das Ganze hat eine Stunde geruht, also den Teig habe ich für euch schon mal vorbereitet hier in meiner Schüssel. Und jetzt möchte ich euch gleich nochmal eben zeigen, wie ihr wunderbar Brote faltet und schleift, denn das macht das Wichtigste im Grunde nachher aus, damit eure Brote eine tolle Krume kriegen und super knusprig sind. So, ich habe eben schon mal so ein bisschen Mehl auf meine Arbeitsmatte bestäubt. Das brauchen wir gleich zum Falten und Schleifen. Hole jetzt meinen Hefeteig einmal aus der Schüssel raus. Der ist schon richtig schön aufgegangen. So, das Rezept findet ihr natürlich unten im Text vom Video. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal direkt abonniert und die Glocke aktiviert. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn wieder ein neues Rezept reinkommt. So, ihr habt hier den Teig. Ich drücke ihn ein wenig platt. Drückt nicht zu doll, denn die Luft soll in eurem Teig drinne bleiben. Die wollen wir nicht rausdrücken. Und dann fangt ihr an zu falten. Das heißt, ihr faltet immer so ein bisschen zur Mitte. Und dann das wieder rüber. Und das macht ihr so circa 10 Mal. Ihr werdet nachher merken, dass es irgendwann immer schwerer wird, den Teig zu falten. Die Bäcker machen sowas mit einer Hand. Aber ich brauche noch zwei dazu und das Ergebnis zählt. Ne? So, ich mache noch mal ein bisschen Mehl drunter. Mehl kann nicht genug sein. Genau. Ich habe jetzt Dinkel- und Roggenmehl genommen. Ihr könnt auch die Mehle variieren mit Weizenmehl. Ne? Aber eine ganze Flasche, also 500 Gramm Malzbier sind reingekommen. So, es wird immer strammer. Also das ist im Grunde so das Falten. Mal noch. So, und dann dreht ihr das Brot einmal um. Auch nochmal so die Ritzen alle so drunter. Vielleicht nochmal wieder ein bisschen Mehl. Und dann könnt ihr das Brot so ein bisschen schleifen. Ne? Rundschleifen, sagt man auch. Ob ihr das auch rund backen möchtet oder oval. Mein Bräter, den ich gleich benutzen werde, hat eine ovale Form. Und da kommt das rein. So. Das sieht schon ganz gut aus. Ihr könnt auch sehen, von oben die Kruste ist wunderbar. Die Krume ist, was die Krume werden soll, schön glatt. Und jetzt nehmt ihr euch ein spitzes Messer zur Hand und ich ritze einmal so außenrum das Brot ganz fein ein. Dann platzt es euch später von außen nicht so auf. Denn ich schneide jetzt noch ein Muster hinein. Und das Muster wollen wir ja nachher auch schön sehen. Und ihr seht, wenn ihr gut gefaltet habt, dann klafft die Naht quasi so ein bisschen auf. Das ist richtig Spannung drin. Und dann könnt ihr euer Brot nach Herzenslust verzieren. Ritzt Herzchen rein oder ihr könnt Blätter machen, Blumenblüten. Da seid ihr wirklich ganz kreativ später. Genau. Und durch diese Naht außenrum platzt euch das von oben nicht so auf und ihr erkennt nach dem Backen euer Muster auch immer noch. Natürlich kommt es schön zur Geltung, wenn ihr das nochmal extra mit Mehl bestäubt. So, wir könnten hier noch einen kleinen Ritz. Also das müsst ihr so schauen, wie es euch beliebt. So, ich zeige es einmal nach oben. So sieht es dann aus. Ja, so. Jetzt haben wir hier unsere 3 Liter Breta, unsere Steinform, die bemehle ich auch noch mal eben so ein bisschen von innen und lege jetzt das Brot hinein. Genau, ihr seht einmal das Ergebnis oder die Größe, wie es vorher ausschaut und nach dem Backen zeige ich euch natürlich, wie es dann aufgegangen ist. Das Ganze kommt jetzt in den kalten Backofen, unterste Schiene, ca. 230 Grad um. Jetzt wollen wir mal schauen, wie das Brot geworden ist. Ich nehme mal den Deckel ab. Wow, guck mal. Das sieht ja echt ganz, ganz klasse aus. Ich zeige es euch mal so in die Kamera rein. Da seht ihr auch schön unser Muster. Also ich habe jetzt keine Zeit mehr nachgestellt. Das war jetzt in 55 Minuten wirklich so gut, wie es jetzt gerade ist. Und horcht mal. Könnt ihr das Knuspern hören, wenn ich jetzt hier so drücke? Es ist richtig, richtig klasse geworden.
Schade, dass ihr den Duft nicht riechen könnt. So, ich habe hier das Ganze auf meinem Kuchengitter stehen. Finde ich nämlich super praktisch, weil dann, wenn ich das Brot gleich ganz raushole, man es super dann noch zum Ausdämpfen da draufstellen kann. Und ich gucke mal gerade. Es lässt sich auch super lösen. Ist ein bisschen heiß. Dann kann ich es kaum erwarten, es zügig anzuschneiden. Und das werden wir jetzt als erstes einmal machen. Und da könnt ihr auch super nochmal hören, wie es durch euer Brot knuspert. Ui. Das Messer, was ich hier in der Hand habe, sehr dünn von der Klinge und dafür geeignet, dass ihr wirklich auch noch frisches, warmes Brot richtig toll aufschneiden könnt. Ersten Scheiben. So, mal zur anderen Kamera. So. Guckt mal, sieht das nicht toll aus? Das ist richtig fluffig. Natürlich durchgebacken. Na? Also ein ganz tolles Rezept. Ich bin gespannt, wie es euch schmeckt. Wie gesagt, Anleitung steht im Text des Videos. Berichtet gerne, wie es euch geschmeckt und gefallen hat. Ich muss dazu sagen, es bleibt wirklich auch ein paar Tage sehr saftig und frisch. Ich lagere es meistens entweder in der Steinform wieder und, oder auf dem Brett und immer auf der Schnittkante. So trocknet es von außen nicht aus oder auf der Schnittfläche nicht aus. Ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.